bloß keine Lücke lassen. Das haben sich die Werbener in den vergangenen Jahren immer wieder gesagt, wenn es um ihre Altstadt ging. Denn dort gibt es noch viele baufällige Häuser, die einfach sanierungsbedürftig sind. Und wer sich um sie kümmert und warum die Werbener so gern feiern, das wollen wir in diesem Hanseblick klären. Und ich heiße Sie willkommen in der kleinsten Hansestadt Deutschlands. 5 dieser Stadttore gab es zur Hansezeit. Werben muss im Mittelalter ein wichtiger Handelspartner von Hamburg und eine bedeutende Pilgerstation gewesen sein. Die Stadt Werben liegt in Sachsen-Anhalt, hat 986 Einwohner inklusive der Ortsteile und eine ganze Menge Sommergäste. Zwölf Nester sind in Werben besetzt. 24 Jungstörche tummeln sich auf den Dächern. In der historischen Altstadt treffen wir Radtouristen, die auf der Route durch die Altmark oder auf dem Elberadweg Hamburg-Dresden unterwegs sind. Dass die Fachwerkhäuser restauriert werden, das ist das Ziel des Arbeitskreises Werbener Altstadt. Der Bürgerverein bereitet gerade ein großes Sommerfest vor, den traditionellen Biedermeiermarkt. Rund um die Kirche soll Geld für die Bauprojekte gesammelt werden. Ich habe hier so ein beknacktes Widerspenst. Im Verein gibt es die AG Haus. Lars Krämer bietet für Kaufinteressierte einzigartige Führungen an. Ja. Und tatsächlich, Mann mit Leiter. Und so fängt das immer an, oder? Mann mit Akkuschrauber. So fängt's an. Nein, es geht meistens hier am Café Lempel los und dann dreht man seine Runde. Und bis vor wenigen Monaten ging es gleich hier rein in das Haus, aber das ist ja mittlerweile vermittelt. Momentan haben wir 5, die man direkt vermitteln könnte, sag ich mal. Aber das könnte sich auch schnell nochmal um 10 erhöhen. Und zwar hier dieses Doppelhaus. Die rechte Hälfte, die ist ja belebt, aber die linke Hälfte, das ist wirklich unser Problemkind hier. Warum ist das so ein Problemkind? Oh, nehmen wir mal einen Schritt zurück. Da sieht man das Elend. Und dann gucken Sie mal oben aufs Dach. Na, schon mal gesichert, oder? Tja, schon mal gesichert, aber nicht von uns, sondern das war eine Zwangssicherung vom Landkreis. Hallo Josef. Josef, ja. Hätten Sie gerne einen Nachbarn oder eine Nachbarin? Mit Kinder oder ohne? Ach, das ist die entscheidende Frage hier. Das ist die Frage, ja. Weil wir sind gerade auf Haussuche. Ja, bei dem Haus ist es sehr schwierig reinzukommen. Hast du Schlüssel? Ich habe Schlüssel. Ja, warte mal. Aber Sie waren ja schon mal drin. Nein, ich war hier noch nie drin. Das ist total spannend. Ja. So, jetzt haben wir gefunden, den Schlüssel. Also bei mir regnet hier im Giebel rein, ne? Ja, ich war hier noch nie drin, Josef. Also das ist, ich war hier noch nie drin, das ist spannend. Ich sage nur, vorsichtig. Ja, klar. Das ist Schlussgefahr. Ja? Oh la la. Nein, bis jetzt nicht. Ja, aber ist abgesichert, ne? Aber sieht da aus wie angefangen. Ja, aber das sind genau unsere Problemfälle hier. Ja. Wie? Das ist hier abgesichert. Das sind die Schwerstfälle, um die es geht. Wenn wir da nicht rangehen, dann ist das Haus weg. Ja, deswegen wird Lücke. Irgendwie müssen wir uns Gedanken machen, wie es hier weitergeht. Ganz wichtig. Aber ich sag ja mal, wenn man in diesen alten Häusern steht, da fehlt einem so ein bisschen die Vorstellung, wie es schön werden könnte, oder? Ja, das kann tatsächlich vorkommen. Aber man kann sich das ja anschauen. Und vor allen Dingen, wenn man einfach baulich zurückgeht, dann wird es ja richtig spannend. Wie so ein Haus eigentlich mal genau ausgesehen hat. Meinetwegen 1800, 1850, 1900. Es hat immer etwas anders ausgesehen. Mhm. Aber doch sehr, sehr ähnlich, ganz viel Ähnlichkeit. Ne? Mit anderen Fachwerkbauten aus der Zeit, die bereits restauriert worden sind. Die eine Hälfte zum Wohnen, die andere Hälfte meist als Ferienwohnung. Und das ist wieder rückgebaut worden auf Fachwerk hier vorne. Mhm. Sieht schick aus.
Genau, dadurch, dass es das Doppelhaus ist mit dem innen zusammen. Und das ist auch das ein Eigentümer hier, ne? Okay. Die beiden gehören zusammen. Es ist doch aber ein schönes Haus. Was finden Sie daran so schön? Ah, wir haben die alten Fenster oben. Die könnten sogar bauzeitlich sein. Also auch so 1780 ist dieses Haus so circa, sage ich jetzt mal einfach so raus. 18. Jahrhundert, 1780 gebaut vielleicht. Und wir haben viel alte Bausubstanz, die es sich lohnt zu retten. Der Eigentümer ist nicht auffindbar. Er ist verschollen, verschwunden. Er lebt aber noch. Aber er wurde selbst durch Privatdetektive nicht ausfindig gemacht. Ah, und da forschen Sie noch, ja? Wir brauchen jetzt nicht mehr forschen, weil es dies Jahr in eine Zwangsversteigerung geht. Okay. Und da hoffen wir ganz stark drauf, dass diese Zwangsversteigerung wirklich kommt. Und daher können wir es jetzt schon ein wenig anpreisen. Wir nähern uns auch schon dem nächsten Objekt. Schauen Sie mal. Ein Schuster hat hier als letztes gelebt, bevor es Helga und Klaus übernommen hatten. Und Helga und Klaus sind große Denkmalschützer und haben diese Schusterstube, also die Werkstatt von dem Schuster, so belassen, wie sie ist. Sie haben nichts verändert, sie haben den Hammer liegen lassen, sie haben die Tische stehen lassen. Und das ist auch das große Anliegen der beiden, das wieder an Leute weiterzugeben, die das wertschätzen. Die ersten Interessenten sind schon mal durchgefallen. Sie wollten das so nicht erhalten. Es hat was von Museum schon fast, ne? Ja, genau, das hat's auch. Und genau das ist ja auch der Hintergrund. So etwas einfach mal über die Zeit zu bringen. Das sind Zeitzeugen und das zu zeigen, wie einfach gearbeitet wurde. Hier vor Ort, nirgendwo anders und auch direkt hier verkauft. Ne? Also das war ja das Leben der Leute hier in Werben. Darauf basiert ja ganz viel hier. Der Arbeitskreis ist nur Vermittler der alten Häuser. Hauptsache, die wertvolle Bausubstanz wird gerettet. Die Elbe ist heute ihr Naturparadies. Drei Werbener Altstadtbewohner haben einen Kanuverleih gegründet. Von der Fähre Rebel, stromabwärts bis Werben, nimmt Markus Schorlemmer uns mit. Wie war denn das damals hier? Du bist ja hier richtig aufgewachsen, ne? Seid ihr als Kinder hier immer an der Elbe gewesen? Ja, den Großteil meiner Jugend habe ich hier unten verbracht. Faltboote gehabt. Früher gab es noch einen Bootsverein, der war auch an der alten Fährverbindung in Klein-Helgoland. Und die Faltboote haben wir uns sozusagen aus der Sporthalle geholt und sind mit denen dann bei Hochwasser auf die Elbwiesen und haben die Bratpfanne mitgenommen und Spiegeleier gebraten und dem Biber ganz nahe gekommen und eben halt die Natur erlebt. Aber irgendwann wurde dir Werben doch zu klein, ne? Du bist ja richtig regelrecht abgehauen hier, oder? Ja, das war ich. In Berlin habe ich den Tischler gelernt und dann habe ich die Wanderschaft begonnen. Und später suchte noch einen Kompagnon, jemand, der noch mitreist. Der wollte nach Neuseeland. Und aber irgendwann hast du dir gesagt, du willst nach Werben zurück. Warum? Du hättest doch in der Welt weiter unterwegs sein können, oder? Ja, das stimmt schon. Aber für mich ist es halt so, wie ich hier aufgewachsen bin, das will ich nicht missen. Meine Leute hier. Und also wenn, dann wird es eventuell eher in Europa vielleicht möglich sein, für mich noch mal irgendwo Fuß zu fassen. Aber so weit wie in der Karibik, da ist abends um 6 auch immer die Sonne runter. Mit 5 km/h geht es hier stromabwärts. In einer knappen Woche kann man in Hamburg sein. Wer reinfällt, sollte immer ruhig bleiben. An der übernächsten Buhne kommt man schon wieder ans Ufer, sagt Markus. Der Zimmermann und Bootsbauer studiert noch einmal Landschaftsnutzung und Naturschutz in Eberswalde. Das mit dem Kanuverleih und Naturführung könnte ein neuer Beruf werden. Mit seinen Freunden hat er eventuell auch schon ein Domizil auf dem Elbdeich gefunden. Die knapp 100 Jahre alte Orderstation. Hier müssen Christoph, mein Bruder und Matthias in Jange sein. Die sind auch nicht zu bremsen hier. Ihr seid schon wieder in Jange hier, oder was? Klar, immer. Mann, Mann.
Letzte Woche haben wir das Dach gemacht. Kommt mal rein. Ja? Das Dach des leerstehenden Hauses ist dicht. Wieder so eine Rettungsaktion der Werbener. Hi! Hi! Hallo! So, Männer, es ist an der Zeit, ihr müsstet mich mal aufklären. Orderstation, ne? Eine Orderstation. Was heißt das überhaupt? Das ist mir nicht geläufig. Also wir haben jetzt das Landesamt für Hochwasserschutz davon überzeugt bekommen, das Haus eben nicht abzubrechen oder wie auch immer. Wir durften es übernehmen. Wir haben den Pachtvertrag mit denen abgeschlossen. Wir möchten dieses Haus sanieren. Es gehört auch zur Werbener Geschichte, weil die älteste Fährverbindung, die an der Elbe jemals, die es hier an der Elbe gegeben hat, die war höchstwahrscheinlich hier in Werben. Die ist belegt bis ins 13. Jahrhundert hinein, meines Erachtens. Und dieses Haus gehört einfach zur Werbener Geschichte. Es ist zwar auf der anderen Seite der Elbe, aber die gehört zu Werben. Die Elbe und die Havel verbindet die beiden größten Städte Deutschlands in den 1920er Jahren. Das waren Hamburg und Berlin. Mhm. So, da ist sie. Da ist die Havel und... Das ist die Havel. Schau doch mal raus hier. Ne? Da ist die Havel. Mhm. Ja? Genau. Und da hinten... Wenn du da dann weitergehen würdest, da war der Havelzufluss. Und alles Weitere ist dann im Rahmen der Flussregulierung in den 30er Jahren geschaffen worden. Nach Berlin geht es da lang. Na, gut, und wenn du einmal nur 2-3 Schritte weitergehst, dann kommst du... auf die Elbe. Und dann kommst du entweder nach Hamburg oder nach Magdeburg kommen. Ne? Und genau so ist es. Die Orderstation war vor 100 Jahren wie die Zentrale eines Güterbahnhofs. Rechts fuhren die Kähne nach Berlin, links nach Hamburg. Hier ein kleines Museum und eine Naturschutzstation einzurichten, das ist ihr Traum. Christoph Schorlemmer arbeitet bei der Denkmalschutzbehörde und kennt auch die Werbener Kirche wie seine Westentasche. Hier wurde er getauft und konfirmiert. Doch ein Rätsel konnte auch er noch nicht lösen und das hängt in einer der oberen Kirchenkammern. Ganz einig ist man sich nicht, wo es vorher einmal hing, das Tafelbild, gemalt im 18. Jahrhundert. Aber es war mal um einiges größer und wurde hier, hinter dem Blasebalg der Orgel, zweitverwertet. Weil einfach Dinge zu sehen sind, die einen Bezug zu Werben haben und künstlerisch einfach erhaltenswert waren und einfach zu schade waren, um wegzuwerfen. Ne? Aber der größte Teil dieses Bildes fehlt einfach. Also das Bild ist beschnitten und es sind halt wirklich 4 Bildmotive, die einfach zusammengestellt wurden. Dort hinten links mit dem Obelisken und der Pforte dort ist Bildteil Nummer 1, der Paradiesgarten. Bild Nummer 2 ist die Darstellung einer Kirche. Ganz klar zu erkennen, obwohl einige Joche fehlen der Kirche, St. Johannes Werben, dazugehörig ein Mann in einem roten Rock. Drittes Bildmotiv ist eine Stadtdarstellung, die zweifelsfrei Hamburg darstellt. Und das letzte Bild, was zu sehen ist, ist ein Schiff, also keine Kogge, wie alle immer sagen, die dieses Bild sehen, sondern eher, ich glaube, Holk sagt man dazu, weil die Kogge ist nämlich meines Erachtens ein Einmaster mit nur einem Rahsegel, wenn mich nicht alles täuscht. Und auf der Flagge des Schiffes stehen die Initialen CAS für den Namen Caspar Andreas S. Der Nachname bleibt leider unbekannt, denn hier wurde mal gesägt. Doch der Name könnte ein Hinweis auf den Urheber oder für den Auftraggeber des Bildes sein. Also interessant wäre halt wirklich rauszubekommen, ob es Schiffsregister gibt in Archiven in Hamburg, die einen Caspar Andreas S. In die Zeit verorten können, ob man sowas findet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Hanseblick-Redaktion gern entgegen. Vielleicht lässt sich doch noch herausfinden, welche Verbindung zwischen Werben und Hamburg das Bild einst erzielte. Die wichtigste Verbindung beider Städte war und ist die Elbe. Sie war der Schlüssel für den Erfolg von Werben in der Hansezeit. Von oben sieht man so richtig, dass Werben tatsächlich eine Stadt ist. Der große Marktplatz zeugt von regem Handel. Parallel zur Hansezeit sorgten vor allem die Johanniter dafür, dass die Stadt wächst.
Sie bauten in Werben im 13. Jahrhundert das erste weltlich genutzte Backsteingebäude nördlich der Alpen und mehrere Hospitale. Eines davon stand hier neben der sogenannten Salzkirche. Unterhalb des Stadttores brauchen die Hausretter jede Hand. Wir sollen nach Ole Sass und Thilo Gläser fragen. Arbeitsklamotten wären auch nicht schlecht. Hallo. So, wer ist das? Ich bin die Heide Springer. Wir haben auch ein Haus gekauft, okay, in der Schadewachten hinterm Pfarrgarten. Und ich habe jetzt einen Garten. Und der muss hergerichtet werden. Der muss ein bisschen urbar gemacht werden. Da habe ich gesagt, ich unterstütze. Ja. Genau. Also, so läuft das hier, ne? Der eine unterstützt den anderen, oder? Wie hast du das? Ja, genau. So soll das sein. Alle machen irgendwas und gärtnern und bauen und das ist total faszinierend. Und der Ort ist wunderschön, die Natur. Ich liebe die Natur hier. Ich glaube, das ist doch das, was uns alle eigentlich hierher gebracht hat. Diese Ursprünglichkeit oder dieses Zurück zu dem einfachen Leben. Das alte Armenhaus und spätere Spritzenhaus soll ein Treffpunkt für Familie und Freunde werden. So wollen es der Berliner Filmproduzent Thilo Gläser und der Landschaftsarchitekt Ole Sass. Und wo stehen wir jetzt hier? Was ist das? Was wird das? Das wird die zukünftige Küche oder der Gesellschaftsraum. Und dann wird es hier eine größere Schiebetür geben, die man öffnen kann. Und dann kommt man in so eine Art Salon. Oh. Und dieser Salon ist dann quasi optisch verbunden mit dem Obergeschoss und man kann hier sitzen und hat dann einen Blick auf dieses Tragwerk oben. Das war eigentlich auch für uns, für das Projekt so wichtig. Es kann jeder seinen Rhythmus gehen, es kann jeder seinen Rhythmus finanziell gehen und jeder seinen Rhythmus im Bauzeitenablauf, sage ich jetzt mal. Das, denke ich, das ist ein großer Moment, den man an einem anderen Ort erstmal finden muss. Ja. Und dann trotzdem zu sagen, du, für heute ist Schluss, ich gehe rein, ich hack hier noch ein bisschen oder ich setze mich oben auf den Deich und gucke runter. Und das ist eine Freiheit, die, muss man sagen, das hat schon so fast was Kindliches, was man schon ganz schön suchen muss. Das Dach soll noch in diesem Jahr mit alten Schindeln gedeckt werden. Demnächst laden sie Freunde und Verwandte zu einem gemeinsamen Urlaub ein, arbeiten und Spaß haben. Interessantes Projekt. Und ich bin mal gespannt, ne? Aber ich drücke euch die Daumen, dass die Freundschaft übersteht. Die Stadt Werben mit seinen nicht einmal 1000 Einwohnern hat sogar ein eigenes Schwimmbad, angrenzend einen Campingplatz. Auch eine Arztpraxis, ein Jugendclub und eine Tankstelle gibt es hier. Sogar ein eigenes Theater in einem alten Bauernhof hat die Stadt. Im Kuhstall das Hoftheater von Elisabeth Gellerich. Ein echtes Biedermeier-Theater. Was ist denn da so anders an diesem Theater als an anderen? Dass wir für eine Aufführung 5 Bühnenbilder haben und die reichen aus, um alle Stücke aufzuführen, die es eben so klassisch im Theater gibt. Jetzt mache ich aber mal die Soffitte noch mal vor. Wie heißt das Teil? Das ist eine Soffitte. Soffitte? Wieder was dazugelernt? Ja, die haben quasi von oben, wenn man so historische Theater sieht, dann sieht man ja, dass dann von oben auch was hängt. Das Bühnenbild muss eigentlich geschlossen sein. Ist noch nicht total perfekt, es muss noch ein paar Soffitten hin, aber kommen noch. Ich dachte erst mal. Und jetzt kommt mein fliegender Roboter. Ich liebe ihn. Das Gekreische hier. Der Struwwel Peter soll hier demnächst Premiere haben. Für ihr Biedermeier-Theater ist sie durch halb Europa gereist. Sogar Goethe besaß so eine Bühnenkonstruktion. Mit einem guten Zimmer, einem schlechten, einem Wald, einem Schloss und einer Stadt. Und schon sind wir im guten oder im schlechten Zimmer? Passt trotzdem? So hast du ganz andere Geräusche noch auf der Bühne, ne? Ja. Wir sind weg.
Da kriegt man gleich Lust, hier mitzumachen bei euch. Selbst die Kostüme hat Elisabeth Gellerich genäht. Landwirtschaft hat sie ursprünglich studiert. Heute arbeitet sie beim Jobcenter. Gleich soll die letzte Durchlaufprobe vor der Premiere beginnen. In diesem Jahr war die Zeit ein bisschen knapp. Es hat sich auch relativ spät entschieden, dass Biedermeier stattfinden wird. Und dann haben wir gedacht, versuchen wir es mal mit Nachwuchs. Ja, da ist er zum Jugendclub gekommen. Ich leite den Jugendclub und da sind erst viele gekommen. Ganz viele haben sie aber sind dann wieder abgesprungen, weil sie gesagt haben, es ist peinlich zu spielen. Auf der Bühne zu stehen ist schwer. Mhm. Und Vorhang? Ui. Ui, wie pfeift der Sturm und keucht, dass der Baum sich niederbeugt. An die Wolken stößt er schon und der Hut. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immerfort. Vorhang. Der historische Struwelpeter trifft auf Smartphone und Fernsehapparat. Liese und Lotte sitzen immer vor der Glotze. Und doch die Mutter nimmt die Glotze aus dem Zimmer. Und so wird aus dem Stück von Heinrich Hoffmann aus dem Jahr 1844 noch ein aktueller Erziehungsratgeber mit Augenzwinkern. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot. Zurück in der Johanneskirche. Wir sind jetzt mit jemandem verabredet, der sich hier vor allem musikalisch auskennt. Ein Professor für Kirchenmusik aus Berlin, der seit kurzem auch Vorsitzender des Arbeitskreises Werbener Altstadt e.V. ist, Jochen Grossmann. Ich finde ja, dass diese Kirche so gewaltig ist, die wirkt so gewaltig. Aber wie klingt die aus Ihrer Sicht? Wie ist die? Akustik ist fantastisch. Also es klingt hier Musik wunderbar, kann man gut hören. Ich mache mal eine kleine Kostprobe. Wahnsinn. Toll, ne? Ja. Zwischendurch dachte ich, Mensch, eigentlich muss ich mal woanders stehen. Ja, das klingt auch von allen Seiten toll. Also wir haben hier oben so eine Empore, da kann man ganz toll Musik machen vor dem Altar. Da oben, wo die Orgel ist, also die Kirche klingt überall wirklich fantastisch gut. Ja. Und deshalb haben Sie sich verliebt in diese Kirche? Sofort. Ist so, ja? Ja. Also ich bin hierher gekommen durch ein Paar von, ich bin ja an der Hochschule in Berlin. Und die haben immer erzählt, wie toll die Kirche ist. Und naja, habe ich gedacht, in so einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt kann ja gar nicht sein. Und dann kam ich hierher, oh, habe ich gedacht, das ist ja unglaublich toll. Ja, nun, da bin ich hierher gekommen. Als ich das erste Mal in die Kirche kam, Organisten sind natürlich klar, ne? die kommen rein und die gucken nicht zuerst zum Altar, der liebe Gott möge es mir verzeihen, sondern gucken natürlich erstmal auf die Orgel. Und als ich die gesehen habe, wusste ich sofort, oh, das ist was Besonderes. Die ursprüngliche Orgel ist von Joachim Wagner gebaut worden, das war der bedeutendste Orgelbauer der Mark Brandenburg in der Barockzeit. Und eine seiner letzten großen Orgeln hat er 1747 hier gebaut, das kann man hier auch lesen. Aber der eigentliche Kahlschlag kam 1916. Da hat dann ein Albert Kohl aus Stendal hat dann die Orgel sehr verändert. Einige Register und die Tastatur sind noch erhalten, sodass sich die Orgel in ihren ursprünglichen Zustand versetzen ließe. Kostenpunkt 500.000 Euro. Die Förderanträge hat Jochen Grossmann schon gestellt. Diese tolle Kirche mit dieser Akustik, die ist eigentlich stumm. Es fehlt die Stimme. Hm. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass in dieser tollen Akustik diese Orgel wieder erklingt, das ist einfach ein Traum. Also das, eigentlich gehört das hierher. Ja, also so eine Kirche ohne eine Orgel ist eigentlich, das ist wie ein toller Film ohne Musik.
Auch wenn die Orgel noch nicht funktioniert, bringt Jochen Grossmann Musik in die Stadt und hat auch mit dafür gesorgt, dass in den kleinen Gassen keine Lücken durch Abriss entstehen. Genau neben der Kirche hat er zwei Häuser gekauft und eines davon auch schon verwandelt. Also das ist hier mein Schlafzimmer, man sieht es ja am Bett. Als ich das Haus vor 6 Jahren gekauft habe, sah es hier völlig anders aus. Das war nur das offene Fachwerk, es gab keine Fenster, keine Wände und auch keinen Fußboden. Das heißt, man musste hier von Balken zu Balken sich hier rumhangeln und das war ein bisschen abenteuerlich. Ein mehrjähriges Abenteuer, das immer noch andauert. Zwischen Ruine und Berliner Hörsaal ist Jochen Grossmann sehr viel hin und her gependelt. Eilig hatte er es dabei nie, sagt er. Deshalb ist hier alles abgestimmt. Jedes Fenster, jede Fliese, jede Farbe. Jochen Grossmann setzte auf gute Handwerker aus der Region, hat aber auch vieles selbst gemacht. Diese Wand hat er allein 4-mal gestrichen, bis das Rot stimmte. Die Motive auf den Küchenfliesen selbst gemalt. Und er kann jetzt sogar ein Dach decken. All das half ihm auch dabei, in Werben anzukommen. Ja, am Anfang war lustig, das habe ich natürlich mitgekriegt. Da haben die einige gesagt, oh, jetzt kommt da so ein Berliner Professor und der hat die Häuser da gekauft. Na ja, mal gucken. Und dann, als ich das erste Mal im Blaumann hier rumgelaufen bin mit der Schippe in der Hand und dann haben die gedacht, oh Mann, der arbeitet ja selber da. Und dann war ich akzeptiert. Ja, das ging dann ganz schnell. Und dann geht's los. Hat ein neues Café in der alten Schule, dem Restaurierungsobjekt des Arbeitskreises Werbener Altstadt. Das Café Lempel führt Steffi Wippenhorst. Hast du manchmal Hilfe hier? In der Küche? Hier nicht, nee. Sie hat ein gut gehendes Café in Potsdam, jetzt das Lempel in Werben. Beide will sie derzeit betreiben, sagt Steffi Wippenhorst. Sie stammt aus dieser Gegend. Wer kommt hierher? Ins Café? Ins Café kommen hauptsächlich Urlauber, Radfahrer und jetzt kommen immer auch wieder Leute, die meinen Onkel kannten, der hier eine Landwirtschaftsschule gearbeitet hat, entweder Kollegen waren oder Schüler waren oder Kollegen von meinem Vater, der in Seehausen in Wischeobst gearbeitet hat oder so. Das ist total verrückt. Also ich lerne total viel über meine Verwandtschaft jetzt hier. Das ist ja schräg. Egal, wie vernünftig oder unvernünftig das jetzt ist, das zu machen, wie gut es läuft oder schlecht, es wird sich dann alles zeigen. Ne? Also das kann man ja vorher nicht wissen. Also genau, ich lasse mich einfach drauf ein, weil ich es schön finde und es mir sympathisch ist. Also ja. Du sagst, du magst die Werbener. Mhm. Was magst du so an denen? Dass die sich nicht in ihren Häusern verkriechen und sich nur um ihren privaten Kram kümmern, sondern einen Gemeinschaftssinn haben und noch was wollen. Ja? Mhm. Also nach der Wende ist ja hier die ganze Landwirtschaft, die ja hier der Hauptarbeitgeber war, zusammengebrochen, ne? Also eigentlich in der ganzen Altmark. Und in vielen Orten passiert ja gar nichts mehr. Ne? Also keine Dinge, die mit gemeinschaftlichen Dingen zu tun haben. Und Werben ist irgendwie toll, also die machen halt viel zusammen, ne, über diesen Altstadtverein oder auch ohne Altstadtverein, glaube ich. Also die Kirche, da gibt es einen großen Kreis, der sich da versammelt. Mhm. Schaut lecker aus, du. Für ihren ersten Biedermeiermarkt muss sie bis zum Wochenende noch viele Torten backen. Das Café Lempel soll zu einer festen Adresse in der Stadt werden. So sei
Und auch so bringt Jochen Grossmann Musik in die Stadt. Ohne ihn gäbe es den Werbener Chor nicht mehr. Heute die letzte Probe vor dem Biedermeiermarkt. Ja, schon ganz gut, ja. Und jetzt erinnert euch an Anfang. Den Anfang machen wir sehr akzentuiert. So sei gegrüßt viel tausendmal. Und wenn der holde Frühling kommt, seid mal verliebt. Holder, holder Frühling. Verliebt sein hat nichts mit dem Alter zu tun. Ne? So sei von vorne. So sei gegrüßt viel tausendmal. Holder, holder Frühling. Willkommen. In unser Tal, holder, holder Frühling. Kehr in alle Herzen ein, lass doch alle mit uns fröhlich sein, recht fröhlich sein. Eine Schule hat die Stadt nicht mehr, ist deshalb umso stolzer auf ihren Kindergarten. 17 Kinder sind hier aus Werben und Umgebung. Heute haben sie besonderen Besuch von Wolfgang Kulig und seinen Fledermäusen. Nein. Ich brauche das sehr, die Ruhe, mit was die Fledermaus fliegt. Seit 7 Jahren rettet Wolfgang Kulig Fledermäuse, berät Hausbesitzer und Gemeinden bei deren Umsiedlung und kennt alle Eigenarten. Was denkt ihr denn, wie groß die Fledermäuse sind? So groß. So groß wie ein Tyranno. So groß, wenn sie die Flügel ausspreizt. Diese kleine Maus hier. Die braucht ungefähr so 3000 Mücken. Das sind sehr, sehr viele Mücken. Das ist der große Abendsegler. Ja, die macht coole Ohren. Ja, die hat eine Kuh. Nicht mehr die kannst du noch zu prolongieren, T-Shirt. Die, der sucht jetzt was zum Fressen. Wegen der Natur ist Wolfgang Kulig von Leipzig nach Werben gezogen. Auf seinem Hinterhof hat er ein kleines Hospital für seine Mäuschen eingerichtet. Windräder, Katzen und Falken können den Fledermäusen gefährlich werden. Wenn sie viel Glück haben, kommen sie hierher. 9 Tiere hat Wolfgang Kulig hier gerade in Pflege. Auch Nachwuchs gab es hier schon. In den letzten Jahren hat er 500 Tiere aufgepäppelt und wieder ausgewildert. Das klappt aber nicht bei allen. Zwar flickt er mit viel Geduld und speziellem Klebeband jedes Flügelchen, trotzdem wächst nicht immer alles so zusammen, wie es soll. Genau hier am Oberarm, da sehen Sie die Verdickung am Gelenk. Ne, und das ist nicht richtig zusammengewachsen. Der kann den Flügel nicht richtig strecken. Darum kann man den auch nicht auswildern. Der kommt vom Boden nicht mehr hoch. Die beiden wollen in Werben zusammen alt werden. Sind schon liebenswerte Zeitgenossen. Wir können uns eine große Scheibe an den Tieren abschneiden. Wie einträchtig die miteinander auskommen, das würde den Menschen auch gut tun. So. Jetzt ruft er. Ja. Am Tag vor dem Biedermeiermarkt ist Hanna zu Besuch in Werben. Ihre Eltern leben hier und haben ein kleines Gartenhaus am Deich. Hanna lebt in Potsdam, ist Grafikerin und entwirft Designs für soziale Projekte und nachhaltige Produkte, wie Spülmittel zum Selbermixen.
Zwar könnte sie auch von Werben aus arbeiten, aber ganz hierher ziehen will sie momentan nicht. Denn in der Großstadt braucht sie nur ihr Fahrrad. Und hier wäre ich halt darauf angewiesen, mit dem Auto zu fahren und bräuchte auch, um in eine größere Stadt zu kommen, auch eine halbe Stunde mit dem Auto. Und genau, das schätze ich gerade an Potsdam sehr. Vielleicht ändert sich das nochmal, weil ich halt wirklich sehr an Werben und an meiner Heimat hänge. Und es gibt keinen Ort, den ich so gut kenne wie Werben. Es ist total schön, hierher zu kommen und man kennt einfach alles. Es ist hier einfach super ruhig, man hat viel Natur, womit ich ja groß geworden bin. Ein perfekter Tag in Werben heißt für Hanna auch, ihre Mutter zu besuchen. Sie hat den Blumenladen in der Stadt, eines der letzten Geschäfte im Ort. Und auch hier wird für den Nachwuchs gesorgt. Den Blumenladen gibt es schon so lange, wie es Hanna gibt, 25 Jahre. Hannas Mutter hat ihn vor fast 10 Jahren von ihrer Mutter übernommen. Und auch Hannas Opa Werner lebt in Werben, ist überall ehrenamtlich aktiv und hilft beim Online- und Facebook-Auftritt der Stadt. Er ist 1971 hergezogen. Damals gab es hier nicht mal einen Wasseranschluss. Seitdem hat sich zwar viel verändert, trotzdem kann er verstehen, dass es seine Enkelin noch nicht dauerhaft nach Werben zieht. Gut geklappt. Ja, Wetter hat ja mitgespielt. Ich finde es gut, wenn die Kinder aus einem dörflichen Ort, so wie Werben ist nun mal ein kleiner Ort, eine kleine Stadt, erst mal wirklich Erfahrung sammeln fürs Leben. Ja? Und da ist eine Großstadt, finde ich, erst mal auch gut geeignet. Ja? Und wenn sie dann mit dieser Erfahrung hier nach Werben wieder kommen würde, in Werben ändert sich ja auch einiges. Mhm. Ne? Und wenn sie dann mit der Erfahrung hierher kommen würde und sich vielleicht hier irgendwo ein Haus kauft oder niederlässt, kann sie ihren Job hier in Werben irgendwann genauso gut machen. Und ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn die Enkelin auch mal nach Werben verschlägt. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Mal gucken, was die Zeit bringt. Genau. Ja, genau. Ne? Ja. Man sollte niemals nie sagen. Nee, genau. Ja. Drei Generationen Werben. Davor steht also noch ein großes Vielleicht. Bis hier alle Wurzeln schlagen, trifft Hanna ihre Freunde momentan nur ein paar Mal im Jahr. Zu Weihnachten, Ostern und zum Biedermeiermarkt. Die Mit-20er-Clique ist überall verstreut. Lisa ist Fotografin in Leipzig. Henny wird Steuerfachfrau in Rostock. Und auch die Jungs sind in der Stadt. Ein halbes Jahr lang hat sich die Gruppe nicht gesehen. Als einziger wohnt der Sozialpädagoge Herbert noch in Werben. Die längste Anfahrt hat Basti, er ist Immobilienmakler in Mönchengladbach. Für uns hat die Clique in ihren Fotoalben gestöbert und packt die Highlights ihrer Kindheit aus. Der war am Anfang nicht am Tischplatz. Na klar. Wo war denn das eigentlich? Anna, guck mal, hier tanzen wir. Aber wo ist das? Das war ein Fest, ich weiß nicht, Lunapark oder so. Oder, so ein oder jemand hatte Geburtstag vielleicht. Da ist wieder mehr. Sauna. Der gibt es, habe ich leider nicht mit hierher genommen. Ich habe hier so mehr Jugendfotos. Ich finde das alle richtig süß vor allen aus. Vor allen Dingen haben wir Haare. Wir haben auch ein Picknick am Strand gemacht, damals an der Elbe. Das gab es ja noch nie. Am Anfang konnten wir uns ja auch noch verabreden ohne Handy. Ja, natürlich. Da hat meine Oma mal bei deiner angerufen. Und wann mussten wir zu Hause sein? Ja, um 6. Wenn der Kirchturm geläutet hat. Ja. Wir hatten ja schon eine geile Zeit. Aber was braucht denn Werben noch, damit sie alle wieder zurückkommen? Ich glaube, wenn alle von euch wiederkommen würden, würde ich, glaube ich, hätte ich auch einen sehr guten Grund, auch wieder zu kommen. Also für mich bräuchte es euch quasi. Ja. Nee, wirklich. Also das. Oh Gott. Oh. Scheiße.
Der Sommermarkt von Werben im Biedermeier-Stil. Ohne Strom und ohne Plastik haben sie sich vorgenommen. Dafür mit ursprünglichem Handwerk und Musik im Schatten der Kirche. So sei gegrüßt viel tausendmal, heuer, heuer Frühling. Willkommen hier in unserem Tal. Und alle sind zum Helfen und Spendensammeln gekommen. Worauf freut ihr euch am meisten? Beim Biedermeier-Markt. Flammkuchen, ne? Flammkuchen gleich. Aber hier ist er schon ganz gut. So, jetzt auch wieder Rinder. Ja, sonst wird er zu. Ey, man kriegt Hunger, wenn man hier steht. Ich glaube, wir gehen weiter. Moment, ich geh weiter. Oder noch einen Moment warten, nicht lange. Mit dem Verkauf traditioneller Besen will Lars Krämer Geld einnehmen. Für den Arbeitskreis Werbener Altstadt. Mit dem Erlös von 10.000 Euro an allen Ständen rechnet er. Und im Hoftheater von Elisabeth Gellerich reichen die Plätze nicht für die Premierenbesucher. Lass ein Jahr, Kevin ist ja nicht sein Haar. Früher ruft ein jeder, Gaskal, Struppel, Peter. Sehr schön. Gefeiert wird das ganze Wochenende und der nächste Biedermeier-Markt ist kurz vor Weihnachten geplant. Ich sage Ihnen, in Werben ist man in guter Gesellschaft. Wann trifft man schon so schmucke Männer an? Und die Werbener, die können bauen. Und was haben wir am Anfang gesagt? Die lassen keine Lücke. Und das merkt man hier auch an den Ständen. Alles dicht an dicht. Ja. Das war unser Hanseblick aus der kleinsten Hansestadt Deutschlands aus Werben. Und wie Sie sehen, die Werbener können auch feiern. Machen Sie es gut. Tschüss. Wir treiben uns noch ein bisschen auf dem Markt rum, ne? Ja.